Anis, die erfahren jetzt, wer das wird. Shebaouis. Ich immer, wenn ich sowas sehe und ich dann denke, wie trocken wir das gemacht haben. Auf dem Autoparkplatz. Chalas, jetzt erzähl Leuten nicht, was wir für ein scheiß Leben haben. Heute erfahre ich das Geschlecht. Wir machen heute eine Babyshower-Party. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen organisieren und werden euch mitnehmen. Aber vorher haben wir erstmal noch die Wohnungsübergabe. Ja, stimmt. Wir kriegen Schlüssel für unsere neue Wohnung. Genau. Krass. Darauf freue ich mich auch übertrieben. Endlich können wir die Wohnung dann ein bisschen einrichten. Let's go! Ablehnen. Keine Zeit. Schwimmen mit meiner Perle. Hey, was geht, mein? Der süße Cringe beginnt schon. Ich sag, es ist also, ich glaube nein, das ist ja falsch gesagt. Also im Gencode meines Bruders Nadir. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Nein, hör auf. Es ist ein Mädchen. Im Gencode meines Bruders Nadir gebe ich dem ich traue es dem Gencode zu, dass sein männliches Hormon sich durchgesetzt hat. Habe ich das richtig formuliert? Mhm. Gut. I'm a lyrical, miracle, spiritual individual, because I hate it. Wie fühlst du dich? Warum kratzt du deinen Kopf damit? Ja, weil es gerade gejuckt hat. Hast du Leute oder was? Nein. Sei ehrlich. Nein. Sei ehrlich, ich sag keinen. Ja, aber sag halt. Die wissen noch nicht. Das war irgendwie lustig. Ich sage euch, was abgehen wird. Wir machen heute eine Babyshower-Party, eine richtige Party. Wir haben Deko organisiert. Wir haben nicht mal Party zur Hochzeit gemacht. Wir haben Kuchen und Gebäck organisiert. Wir haben Grill organisiert. Das heißt, wir haben alle. Wir sind genau auf Wish bestellt, glaube ich. Wir haben nichts davon gemacht. Nein, Anis, wir sind wir. Wir haben nichts gemacht. Ja, okay, müssen wir auch. Ich finde es lustig. Nee, willst du dich jetzt schlagen? Ja, wieso machst du das jetzt auf Greif ernst? Greif mich jetzt nicht an vor lustig. Den anderen Menschen. Ich finde es nicht lustig. Leute, ich glaube, ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe keine Nerven mehr. Ich schmeiß dir bald eine Party. Ich schmeiß dich raus. Falls ihr nicht wisst, was Babyshower-Party ist, ist diese Ballon aufplatzen, dann kommt eine Farbe. Rot oder? Nein. Blau? Rosa oder blau? Rosa oder blau. Ah. So wie du aussiehst, ist ein Dings, ja? Mädchen. Oder Junge. Ey, jetzt gehen wir den Kuchen abholen. Das hat keinen Sinn ergeben, Bro. Danach geht's ab zum Friseur, dann gehen wir Mila abholen und dann müssen wir sogar noch Outfits kaufen, weil wir keine Outfits haben. Ja, Mann. Und es sind gerade Leute in der Wohnung, die alles vorbereiten. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie machen. Sollen wir langsam auf? Was denn? Du bist gar nicht schwanger. Das war nur Spaß. Du warst einfach nicht mehr kacken, seitdem du Fame bist. Okay. Ein Kackwitz. Also der kam jetzt unerwartet. Nadir, ich küsse dein Herz. Deswegen ist der Bauch so. Warst du heute schon kacken? Nee, ich mach sowas nicht. So voll romantisch und so voll süße Musik. Warst du heute kacken? Wallah, ich bin so aufgeregt. Ich dachte mir im Kopf, ich weiß, was es ist. Weil ich kenne doch meine Frau so. Jetzt gab es Anzeichen, dass es vielleicht doch nicht das ist, was ich dachte. Und jetzt bin ich übertrieben baff so, weil ich mir denke, hä, ich habe doch damit gerechnet jetzt, dass es das ist. Hä, welche Anzeichen, der Bruder? Holy shit, ich will das auch wissen. Was ist das jetzt? Also ich meine, weißt du schon? Hast schon kurz Schock bekommen, gell? Kann es jetzt sein, dass doch das ist? Ich werde so weich jetzt gerade, weil es so krass ist, weil ich mit dem anderen nicht gerechnet habe. Und jetzt weiß ich aber nicht, was es ist. Jetzt will ich es unbedingt wissen. Ich dachte so, ja, cool, so, ich chill jetzt. Also beides, Junge und Mädchen, ist schon süß. Beides, also auf seine Art. Junge ist auch sehr süß und er ist also, es ist cool zu sehen, wie so etwas Süßes so immer männlicher wird und so. Weißt du, ich meine? Und aggressiver und hyperaktiver und schlimmer als sein Vater. Und Mädchen ist halt so, es ist süß und es wird immer süßer und so. Und wenn sie so fett ist und so Reifen auf Beinen hat, ist am schönsten. Sie hat jetzt gerade in diesem Stadion. Sie hat Michelin-Beinchen. Sie hat Michelin-Beinchen. Dann 15 Uhr platzt der Ballon und dann weiß ich, was ist. Weil ich rechne ja eh schon mit dem einen Geschlecht. Aber das andere Geschlecht wäre schon was ganz, ganz anderes. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, Walter. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Guck mal, wer da sitzt. Hey, wo? Ist ein Junge oder ein Mädchen? Ja, heute machst du doch mit Nadir zusammen den Ballon kaputt und dann könnt ihr sehen. Die will uns das einfach nicht verraten, Mila. Sag's jetzt, Mann! Achso, sie weiß ja schon. Ja, ich glaube, sie weiß es. Oder? Oder nein, ich glaube, sie weiß es auch nicht. Oder?
ehrlich sagen. Was ist mit dir los? Ich sag dir ehrlich, ich dachte, es ist so. Jetzt was ist mit dir los? Denke ich, es ist was anderes. Was denkst du? Ich denke, es ist ein Junge. Wir transportieren. Okay, ich denke auch, das ist ein Junge. Also Mila und ich. Mila ist ja... Yes. Mädchen. Was soll ich euch Mindfuck seinem Vater geben? No, no, just enjoy the video. Nein. No. Lies Alim von hinten. Mila. Dun, 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 dun. Mila, Kuchen, Kuchen und Cake Pops. Sieht es aus wie ein Junge oder wie ein Mädchen, Mila? Mädchen, weil man sieht hier ein bisschen an der Nase ein bisschen pink. Ach so, also meinst du, das ist ein Mädchen? Aha, dieses Pinke, hast du dich verraten? Nein, das ist ein roter Bäckchen, Mann. Sag mir was, du bist ein Junge oder ein Mädchen, Mann? Ey, ich bin gerade alleine. Luis. Mm. Luisa ist nicht da, Mila ist nicht da. Okay, jetzt, Bro, mal. Just chill. Just chill. We need to fill these minutes in this FLOG. Just chill out, dude. One thing is for 100%, it's a human. And now we need to wait. Unter uns. Ich gehe davon aus. Ich glaube, mein. Also, ich darf die Jokes nicht machen, gell? Auf was ist das? Ob mein Bruder auch so. Ist das? Man darf nicht sagen. Okay, ich sag's nicht. Dass es ein Junge ist, ich aber wenn ich jetzt drüber nachdenke und mir vorstelle, dass es vielleicht doch ein Mädchen ist, ich schwöre, dieser Gedanke nimmt mich auseinander. Er nimmt mich auseinander. Ich wünsche mir so krass ein Mädchen, Leute. What? Oh, das ist süß. Okay, das ist süß. So eine kleine Prinzessin, ja schon. Stell dir vor, wenn es jetzt ein Junge wird und das irgendwann sieht. Ich dachte die ganze Zeit, er will ein Junge, damit er mit dem Fußball spielen kann und sowas. Okay, sehr primitiver Gedanke, weil er nur weil er ein Fußball ist. Er hat das selber gesagt. Maybe for him it's a fucking job and you can't see it anymore. Das wäre so krass. So, wir sind gerade in der Wohnung und wie ihr sehen könnt, ist die Dekoration schon fertig. Diese Musik ist zu süß, Mann. Ich will so einen Song dazu singen. Und wir warten jeden Tag auf das schlechte Verlassen, was du dabei bist. Und wir warten jede Nacht, wenn die Augen sind da, 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 da. Das war cringe. Das war cringe. Aber so eine Melo hätte ich drauf gedroppt. So eine Melo hätte ich drauf gedroppt, Jungs. Ich finde das ganz schön. Schreibt in die Kommentare, ob dieser Kuchen euch gefällt. Hey, wir warten jetzt auf die Gäste. Ich bin mega aufgeregt, weil keiner weiß das Geschlecht außer ich. Oh, sie weiß es schon, Anis. Ja, habe ich gesehen. Oh, sie weiß es schon. Ich bin mega auf die Reaktion gespannt. Wir warten jetzt auf Nadel und auf unsere Familien. Holy shit. Wie ist mein Outfit, Luisa? 10/10. Sexy Balance. Mila, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich weiß, was es ist, soll ich es dir sagen? Weiß ich nicht. Ich bin echt gespannt, Wallace. Er hätte jetzt Evo sagen sollen. Das wäre jetzt lustig, weißt du, ich meine? Es kommt immer ein Evo, aber da, wo es kommen sollte, kommt kein Evo! Evo. Ich bin übertrieben aufgeregt. Übertrieben. Aber oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Bin ich sexy Ballons? Safe. Nadel ist Inder geworden. In diesem Ballon steht drin, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Was passiert denn, wenn ich ihn aufplatze? Kommt Konfetti oder so Pulver? Also Konfetti einfach. Mila, hol mal eine Nadel schnell. Yalla? Nadel? Mila, nimm mal die Gabel weg. Warum gibst du mir eine Gabel? Ey, oh, baby, oh, oh, baby, oh. Haben wir eine Nadel? Wir haben ein Problem, wir haben keine Nadel. Wir haben keine Nadel. Soll ich diesen Ballon mit Gabel aufpieksen oder was? Wir haben einen Ohrring. Okay, wir pieksen den Ballon mit dem Ohrring von Mila auf. Let's go. Nein, das geht schon in die weibliche Richtung. Mach das mit Schere oder mit Gillette, damit es ein Junge wird. Gillette-Rasierer. Ja, Seiten auf Null symbolisieren. Die Kamera wird nochmal gecheckt. Ja, natürlich gehe ich dahin. Was willst du für eine Pose? Sexy Balance? Zweites Mal Sexy Balance. Bro, ich weiß nicht, ob der zweite Mal zieht. Hallo? Ich erfahre gleich, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, okay? Hier ist Baba. Yalla. Das, okay, das war süß, das war süß. Dann Tante, wir erfahren gleich, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Das war auch sehr süß. Scheiße.
Herz. Müssen sie, müssen doch. Mach doch mit beiden Händen. Mach ich doch. Herzlichen Glückwunsch! Okay. Ich hoffe, das Kind kommt gesund und munter für immer auf die Welt, Bro. Ton war weg, der hat unser geiles Klatschen nicht gehört. Ton war nicht weg. Nein, nein, die haben alles gehört. Bro, los, mach Bro. Mit. Bro, lass chill, mich nicht hier so peinlich dastehen. Chill. Mach mit. Blamier mich nicht. Man sieht mal hin. Inshallah kommt es gesund auf die Welt. Inshallah macht ihr euch keine Sorgen. Inshallah wird es für euch einfach. Wir küssen eure Herzen. Er hat ja gesagt, er wünscht sich sehr eine Tochter. Jetzt hat er ein Babygirl. Ich hab mir so ein Mädchen gewünscht, ne? Okay, das war sehr süß und emotional. Ich war eigentlich auch sehr lustig eingestellt, wenn ich denk's, Liebessong für Saphir Modus. Das war echt sehr süß. Das war echt ein süßes Video. Jetzt vermisse ich Saphir. Sollen die wecken? Saphir!